Und in Berlin begrüße ich Evelyn Zupke, die neue Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur. Was verändert sich durch den Übergang der Stasi-Unterlagen an das Bundesarchiv? Also für mich ist vor allem wichtig bei dem Übergang der Stasi-Unterlagen in das Bundesarchiv, dass die Akten weiterhin zugänglich den Opfern zur Verfügung stehen und der Zugang erhalten bleibt. Und es erweitert sich ja sogar, weil es auch Standorte eben im Westdeutschland gibt. Insofern, es wird auseinandergenommen, also die Akten gehen weg. Die Aufgaben für die Menschen hier, die ja auch vorher im Aufgabengebiet der Stasi-Unterlagenbehörde waren, also die Arbeit Menschen, die geht jetzt in ein anderes Amt über und viel dezidierter, nämlich sich um die Anliegen der Opfer zu kümmern. Und auch das ist ein gutes Ergebnis in diesem Transformationsprozess, weil es nämlich das erste Mal auf höchster politischer Ebene ein Amt gibt, was sich um die Anliegen der Opfer kümmert und was ein Scharnier ist zwischen Politik und Opfern und Opfernverbänden. Und Sie sollen ja den Blick auf die Belange der Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft schärfen und gleichzeitig versuchen, ja, gesellschaftliche Verständigung über die unterschiedlichen biografischen Erfahrungen während der deutschen Teilung zu erforschen und voranzutreiben. Welche konkreten Ideen haben Sie denn schon, wie Sie das angehen wollen? Also Sie müssen verstehen, konkrete Ideen, da bin ich jetzt noch sehr zurückhaltend, weil das Amt sozusagen gerade eingerichtet ist und weil ich gerade mit der Arbeit beginne. Und natürlich gibt es, ich sag mal, verschiedene Ansätze. Die direkten, also sich direkt um Gesetze zu kümmern, um Veränderungen, die notwendig sind oder bereits bestehende Gesetze, die sehr gut sind, aber noch nicht vielleicht richtig oder nicht gut genug angewendet werden, im Sinne der Opfer zu vereinfachen, zu verändern. Denn damit stattet dieses Amt, ja, ist dieses Amt ausgestattet mit dieser Gestaltungsmöglichkeit. Das ist sozusagen direkt für die Anliegen der Opfer. Und natürlich ist auch dieses Amt dazu angetan, diese Anliegen der Betroffenen, der Verfolgten, der Opfer weiter in die Gesellschaft zu tragen, weil es auch dadurch bekannter wird. Und natürlich ist auch ein Anliegen die Verständigung, wie Sie schon sagten, aus der deutschen Teilung von verschiedenen Biografien weiter in die Gesellschaft zu tragen. Denn die Gesellschaft hat ja auch eine Verantwortung für diese Menschen. Und das sehe ich natürlich auch als Teil dieses Amtes. Dazu gibt es sicher verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Einmal ist es die Arbeit in den Schulen, die Arbeit vielleicht auch noch Zeitzeugen, die noch da sind, gerade von den älteren Generationen noch einzufangen und das zu konservieren für die Gesellschaft. Und natürlich die Medien spielen natürlich auch eine Rolle, immer wieder über diese Themen zu berichten, wie zum Beispiel heute am 17. Juni, diesem geschichtsträchtigen, wichtigsten Gedenktag für die Opfer kommunistischer Gewaltherrschaft. Welche Bedeutung hat es denn für Sie, dass der Tag Ihrer Amtseinführung nun ausgerechnet an diesem 17. Juni stattfindet? Ja, also das ist natürlich, macht es für mich noch mal bedeutsamer, weil es eben, wie ich schon sagte, der 17. Juni, finde ich, der größte Gedenktag ist für diese Opfer und die Menschen damals aufgestanden sind gegen die SED-Diktatur. Und es gab eben so viele, es gab Tote, es gab Verhaftungen, es gab Verurteilungen und das, was damals begann, im 17. Juni 1953, ist quasi durch die friedliche Revolution ja auch vollendet worden, bis hin zur deutschen Einheit. Und ich war ja Teil in Ende der 80er Teil der Opposition und das ist natürlich dieses Zusammenfinden von geschichtlichen Ereignissen, die sich dort treffen, ist natürlich für mich persönlich dann eine ganz besondere Bedeutung, dass ich genau an diesem Tag ernannt worden bin zur Bundesbeauftragten für die Opfer des SED-Regimes, weil auch damals ging es eben um Opfer des SED-Regimes. Sie haben sich ja schon als Jugendliche engagiert, politisch in der Opposition der DDR und halfen bei der Aufdeckung systematischer Wahlfälschungen durch die SED. Welche Rolle spielt Demokratie in Ihrem Leben? Demokratie ist in meinem Leben ein zentrales Thema. Damals in den 80er Jahren, als wir also Ende der 80er Jahre den Wahlbetrug nachgewiesen haben, mit den darauffolgenden Protestaktionen, ging es ja auch um Demokratie. Es ging um freie Wahlen, um freie Meinungsäußerung, um Demokratie.
Und das haben wir dann letzten Endes erreicht. Und auch weiterhin in den letzten Jahrzehnten war ich ja viel als Zeitzeugin unterwegs an Schulen, bei Studenten und anderen Veranstaltungen, wo ich natürlich auch immer wieder darüber berichte und gefragt werde dazu und auch den Schülern mitgebe auf den Weg. Demokratie ist ein wichtiges Gut und das muss immer wieder verteidigt werden. Wir mussten uns damals erkämpfen. Viele, viele Menschen müssen es noch erkämpfen, weil sie noch in Unfreiheit leben. Und von daher begleitet mich das natürlich immer weiter. Und dieses Amt der Opferbeauftragten hat natürlich auch damit zu tun, weil eben damals diese Betroffenen, diese Opfer ja entstanden sind, weil es eben keine Demokratie gegeben hat. Insofern fügt sich das dann alles für mich ein bisschen zusammen. Evelyn Zupke, vielen Dank für dieses Gespräch.